Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei der Junk-Ausgabe von Command & Conquer. Alarmstufe Rot 3 und sind tierisch am Arsch, weil wir permanent aufs Maul kriegen. So, sind wir jetzt gerade dabei, ein bisschen ja für Ordnung zu sorgen, weil wir müssen sehen, dass wir hier ein bisschen Action reinbekommen. Und zwar in der Form Action, dass wir unser ganzes Zeug hier gesichert bekommen. Was haben wir denn hier? Im Wegpunktmodus können die gewählten Einheiten sequenzielle Befehle erstellen. Natürlich sind sie die Priorität der feindlichen Ziele. Was haben wir denn hier? Überrollen, Planungsmodus. Im Planung können sie mehrere Einheiten koordinieren, Befehle erteilen. Ein Radarturm wurde erobert. Unsere Sichtweite wurde verringert. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das ist kacke. Das heißt für uns, wir brauchen ein paar Ingenieure. Ausbildung. Oh, ein paar. Hier gehen wir auch weiter. Und das ist extrem nervig, was mich langsam permanent ankotzt, dass die Scheißwerft in Ruckzuck zerlegt ist. Wir können machen, was wir wollen. Wir haben hier Flugzeuge und trotzdem kriegen die das nicht auf die Reihe, das Ding zu sichern. So, da hat schon die Defender-Turm zerlegt, bevor der überhaupt aufgebaut war. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße langsam. So, geht's hier runter. Macht mal den scheiß Flugzeugträger ja fertig. So, ich bin angefressen und wir brauchen eine neue Stock. Dockscan. Stationierungsort bestimmt. Eine Einheit wird angegriffen. So. Das ist schön für die. Aber unsere genau, ich habe die Freunde. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich bin geehrt, Teil einer. Genau, rein damit euch. Wir kriegen einfach die Sache nicht gesichert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Siehst du, es wird hier schon wieder angegriffen. Zielwähler. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Zielwähler. Oh. Und schon ist das frisch gebaute Schiff auch schon im Arsch. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Alles klar. Oh Jungs, die sind noch nicht mal da, schon sind sie wieder am Arsch. Und die Luftabwehr kriegt's nicht auf die Reihe, die Dinger vom Himmel zu holen. Ungeeigneter Bauplatz. Okay. Oh, unsere Ingenieure sind jetzt bitte schön wo? Eine Einheit wird angegriffen. Ah, Gebäude zerstört, alles zerstört. Also auf dem Gebiet wird nichts. Wenn jemand Tipps oder Ideen hat, wie wir die ganze Kacke zum Laufen kriegen sollen, ich bin für alles offen. Nein. Testen wir unsere Torpedos. So, das Aufbau von den Dingern dauert auch immer ewig. Das wird ja alles nicht so richtig. Bau abgeschlossen. Oh, Make-Plattform klären. Stationierungsort bestimmt. Eine Einheit wird angegriffen. Hier, da, die feuern wie die Pest und kriegen die Dinger nicht vom Himmel geholt. Alles klar. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das ist so. Ich frage mich, für was wir hier Luftabwehr machen, wenn die eh nichts bringt. Waffe des Kaisers bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einheit verloren. Letztes Geschwader bereit. Stationierungsort bestimmt. Genau. Eine Einheit wird angegriffen. Repariert. So. Die Feuer wie die. Also die Luftabwehr feuert wie die Pest, aber es geht einfach nicht, dass man die Scheißflieger von der Scheißluftzugträger irgendwie klein bekommt. Das ist doch ein totaler Beschiss und Verarsche, muss man doch mal sagen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Defender-Kern bereit. Oh, hab ich. Bau abgeschlossen. Dockscan.
Docks, Kerl. Unterwegs. Defender, Kerl. Brücke zur Stationierungsort vor. Warum? Und damit ist gleich unser Bauhof im Arsch. Repariert. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Unser Bauhof wird angegriffen. Also man kriegt mit der Luftabwehr die Flieger vom Flugzeugträger einfach nicht kaputt, egal wie viele man da hinsetzt. Es ist einfach scheißegal, das Spiel ist scheiße auf gut Deutsch. Das hat schon nichts mehr mit Schwierigkeitsgrad zu tun, das ist einfach nur scheiße. Man kann machen, was man will. Ich bin jetzt gerade besser angefressen, habe momentan auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Mal schauen, was wir draus machen. Vielleicht war das auch die letzte Folge und wir beenden das Ganze. No. Ja, kann man nehmen. Auch hochnehmen. Oh, gehen wir ja rein in die Hütte. Also, die feuern ja schon wie die Pest. Und die geht einfach nicht. Die sind scheinbar unbesiegbar. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Dockscan. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mit dem Dockscan kann man nichts anfangen, weil nämlich unsere ganze Verteidigung nämlich im Arsch ist. Also es wird gefeuert auf die Flieger, selbst auf dem und man kriegt sie einfach nicht klein. Egal wie viel Luftwaffe man da hinsetzt, das ist doch einfach scheiße. So, das war's dann auch heute für die Folge. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde mir überlegen, ob ich dieses Spiel noch zu Ende spiele. Weil sowas Unfaires habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wir können nur noch zugucken, wie es den Scheiß runterreißt. Ohne Bauhof sind wir im Endeffekt hoffnungslos unterlegen. Und sehen einfach nur noch zu, wie sie uns jetzt hier förmlich zu Brei schreiben. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr für nette Tipps oder Tricks habt. Aber mir geht der Latein aus. Wir kriegen keine Kohle. Wir können nicht schnell genug die Luftwaffe bauen. Wir haben keine vernünftige Luftabwehr. Die Alliierten machen uns einfach zur Sau. Egal, was wir da hinstellen. Von daher, man kann ja vernünftig gucken. Man kann ja gucken. Beobachten wir einfach mal den hier. Der fliegt hoch. Wird von mehreren Raketen getroffen. Nicht ein einziger von den Fliegern geht auch kaputt. Das war wirklich einfach. Viel einfacher als von mir vermutet. Kein Wunder, wenn man nichts euch im Gegensatz zu vernünftiges Material. Ja. Also, ich bin angefressen, ich habe die Schnauze voll. Das war die letzte Folge erstmal vor euch. Und wir gucken mal, was wir dann als nächstes spielen. Bis dahin, Servus. Und genau das hier noch. Das hier hinten ist am Ende, das ist die Endcard. Die Endcard ist auch ein bisschen besser, positiver als das scheiß Game, was uns hier so unfairerweise tierisch den Arsch aufreißt. Man hat keine Chance gegen die Alliierten da wirklich etwas dagegen schätzt, egal mit was man das versucht. Ich habe schon offline schon einiges mal probiert und das Ergebnis sieht immer genau so aus, wie ihr das jetzt gesehen habt. Also, das war aber wohl nicht die letzte Folge von dem Zeug. Guckt lieber hier die Videoempfehlung und zwar Let's Get Space Engineer Part 56, die macht mehr Spaß und da kriegen wir wenigstens Erfolge. Jetzt bei dem Scheiß hier YouTube-Button, der klingt mir auch noch mal herzlich, könnt ihr drücken, abonniert das, um damit euer Mitleid zu bekunden oder einfach Social-Media-Kram nutzen, da bin ich auch so erreichen. Ideen, Kritik einfach unten in das Video in den Kommentarbereich. Ich gehe jetzt weinen, gib mir noch einen Daumen nach oben, denn ich bin MacBurago und sag Servus und Dani.